geschieht dir ganz recht, wie ein echter Stahltresor, der unglaublich schwer ist. Der hat sogar ein klickendes Zahlenschloss dran, eine Tür zu einem Geheimfach und einen Schlitz, in den ihr euer Geld stecken könnt. Bastelt euch doch auch mal so ein Hochsicherheitssafe, in dem ihr euer Erspartes, euer Kleingeld oder andere Dinge aufbewahren könnt, die niemand sehen soll. Also, wenn ihr euch ein Fingertipps-Tresor basteln wollt, dann holt ihr euch zuerst einen möglichst breiten Flaschendeckel, so wie den hier. Eine Schokolinsendose. Und ein Waschpulverkarton, der ungefähr diese Form hat. Außerdem braucht man noch eine Verpackung mit so einem Klappdeckel. In der hier waren mal Teebeutel drin. Dann klappt man den Deckel zu und schneidet das Oberteil von der Schachtel am unteren Deckelrand entlang ab. Ich habe das schon mal an drei Seiten gemacht und jetzt schneide ich den Rest ab. Auf diese Weise habe ich mir ein schönes Quadrat ausgeschnibbelt. Zack, Deckel ab. Und wenn man die Verpackung vom oberen Teil getrennt hat, dann schnappt man sich erstmal den leeren Waschmittelkarton. Den legt man so vor sich hin und dann kommt dort die kleine Schachtel, die wir uns gerade zurechtgeschnitten haben, so auf den Karton, damit wir den Umriss der Schachtel einmal ringsrum da drauf zeichnen können. Ungefähr in die Mitte. Dann nimmt man die Schachtel wieder weg und schon hat man ein Quadrat, das aber zum Rand einen Abstand von 3 bis 4 cm haben sollte. Tja, und jetzt schnappen wir uns unsere Schokolinsendose. Die macht nämlich ähnliche Geräusche wie ein Zahlenschloss. Ja, das klingt echt. Und jetzt holen wir uns erstmal etwas Bastelkleber, mit dem wir eine Hälfte der Dose kräftig einpinseln. Und dann kleben wir die Dose auf den Waschmittelkarton, und zwar mit dem inneren Loch nach oben, aber ein bisschen nach links versetzt, ungefähr so. Danach pinselt ihr noch etwas Kleber auf den Flaschendeckel, aber nur auf den unteren Rand. Wenn ihr damit fertig seid, klebt ihr ihn oben auf eure Schokolinsendose drauf. Sobald der Kleber getrocknet ist, holt ihr euch einen Bleistift und piekst damit vorsichtig ein Loch in den Karton, und zwar in die Mitte dieser Linie hier. Von diesem Loch aus könnt ihr die Linie dann ausschneiden, genauso wie die da drunter und die da drüber. Aber die vierte Seite vom Quadrat bleibt am Karton, denn die wird noch als Scharnier für die Tresortür gebraucht. Und damit das Scharnier auch schön beweglich ist, zieht ihr mit einem Kugelschreiber und einem Lineal die vierte Linie noch ein paar Mal kräftig nach. Das Ganze wird später noch beklebt, also kann das ruhig etwas krakelig aussehen. Und jetzt kann ich die Tür aufklappen, denn das Scharnier funktioniert perfekt. Als nächstes schneide ich in diese Seite einen Schlitz rein, damit ich dort später mein Geld reinstecken kann. Der muss aber groß genug sein, damit auch die größte Münze reinpasst. Ja, das passt. Aber der Schlitz darf auch nicht zu groß werden, denn sonst kann man da ja einfach durchgucken und sehen, was ihr da drin habt. Und jetzt müssen wir noch die kleine Teebeutelverpackung zum Geheimfach umfunktionieren. Und dafür ziehen wir eine Linie von der oberen Ecke zur Mitte. Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen wir das Ganze nochmal. Und wenn man dann an den Linien entlang schnippelt, erhält man eine Schachtel, die hinten höher ist als vorne. Die schrägen Seiten malt ihr schwarz oder dunkelgrau an, weil das die typischen Tresorfarben sind. Und jetzt schnappt ihr euch wieder den Waschmittelkarton und klappt die Tür auf, damit ihr die Schachtel einfach hineinschieben könnt. Die müsste da problemlos reinpassen. Ja, sehr schön. Dann wird es wieder Zeit für etwas Bastelkleber, den wir mit einem Pinsel auf der Innenseite der Tresortür verteilen. Jetzt klebt ihr die beiden Seiten zusammen. Und wenn der Kleber getrocknet ist, tja, dann habt ihr die Tür zu eurem Geheimfach auch schon fertig. Und danach muss euer Fingertipps-Spardosentresor bloß noch angemalt werden. Dafür nehmt ihr am besten Silberfarbe, damit die Pappe wie Metall aussieht. Den unteren Rand haben wir übrigens grau bemalt, damit der Tresor noch schwerer wirkt. Und mit ein paar Schrauben wirkt er noch viel realistischer. Weißt du, was mir am besten gefällt? Was? Sein tolles Zahlenschloss, das wirkt so echt, wegen der Klickgeräusche. Ja, das klingt echt überzeugend, wie bei einem echten Tresor. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch so einen Fingertipps-Spardosentresor zu basteln und ihr habt die Sendung aufgenommen, dann seht euch einfach nochmal an.